Wir sind ja jetzt gerade hier im Erlebnis zu Hannover an unserem Sambesi. Der Sambesi ist eigentlich der viertgrößte Fluss Afrikas. Bei uns in Hannover ist er ein bisschen kleiner. Da kann man dann im Sommer mit insgesamt 18 Booten durch unsere komplette Afrika-Landschaft fahren, da quasi die Tiere mal aus einer etwas anderen Perspektive erleben, ein bisschen entschleunigter. Und jetzt im Winter machen wir den immer einmal komplett leer, damit wir den einmal sauber machen können, damit wir die Technik überprüfen können. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, durch den trockenen Sambesi-Flusslauf quasi einmal durchzuwandern und uns ein bisschen genauer anzugucken, wie das eigentlich funktioniert mit den Booten. Okay. Es wird den einen oder anderen enttäuschen, unsere Boote werden nicht von Krokodilen gezogen, auch wenn wir das manchmal gerne erklären. Prinzipiell läuft hier ein Stahlseil lang und an jedem Stahlseil, also an dem Stahlseil sind die Boote aufgehängt mit zwei Ketten, einmal vorne, einmal hinten, die sehen so aus. Das heißt, die Stahlseil geht in die Richtung, zieht dann das Boot mit sich mit. Das Seil läuft dann hier in dieser Führungsschiene lang und es kann eben passieren und deswegen sind wir da so vorsichtig auch am Anfang und erwähnen das gerne mal, wenn zu sehr geschaukelt wird auf den Booten, dass das Seil von hier in die Fangschiene springt. Und dann müssen wir den kompletten Betrieb stoppen. Deswegen sind wir sehr dahinterher, dass auf den Booten nicht zu sehr geschaukelt wird, sondern man eben trotzdem ruhig und entspannt die Afrika-Landschaft genießen kann und dann eben an Zebras und Antilopen und Giraffen vorbeitreibt. Hier haben wir dann quasi das Herz der Anlage. Das ist eine der beiden Antriebsrollen. Die wird dann hier hydraulisch bewegt. Das heißt, die dreht sich und dadurch bewegt sich eben das Stahlseil dann kontinuierlich. Hier schauen wir jetzt gerade auf unser Flussbettbecken. Wenn man hier im Sommer langfährt mit dem Boot, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass das nur ein kleiner Ausläufer des Sambesis ist und dass die Flusspferde eigentlich mit uns im gleichen Gewässer schwimmen. Das ist auch bewusst so gemacht. Das nennt man Immersion. Das heißt, wir haben als Besucher das Gefühl, es gibt eigentlich gar keine Gehegegrenzen zwischen uns und dem Tier. Da liegt jetzt ein Baumstamm, das passiert ja mal in Afrika in so einem Flusslauf. Die Flusspferde kommen hier nicht raus, weil hier unter Wasser auch so eine Schwimmsperre ist. Das heißt, ungefähr einen Meter von dieser Wand ist noch mal sind noch Poller unter Wasser, wo die Tiere dann eben nicht drüber kommen. Oder sie würden vielleicht über die erste Reihe Poller kommen, aber dann haben sie nicht genug Platz, um hier doch in unseren Sambesi weiterzukommen. Das ist jetzt einer der Zuläufe für unseren Sambesi. Das Wasser, was wir hier nutzen, ist tatsächlich alles Maschseewasser. Und alles, was wir an Brauchwasser haben im Zoo, das heißt für Reinigungsarbeiten, für den Sambesi, für unser Eisbärbecken, also alles, was nicht Trinkwasserqualität haben muss, da nutzen wir dieses Maschseewasser. Das ist eine der wichtigsten Rollen. Das ist keine normale Umlenkrolle, wo es einfach nur um die Kurve geht, sondern hier kann das Seil noch weiter gespannt werden. Am Anfang der Saison ist die relativ weit hier drüben. Das Seil wird gespannt und das muss aber immer auf Spannung sein, damit das ganze System funktioniert. Und obwohl das ein Stahlseil ist, leiert das mit der Zeit trotzdem aus. Und wir müssen nachspannen, damit das Seil auf Spannung bleibt. Und dieser kleine braune Kasten hier, den man natürlich als Besucher kaum wahrnimmt, wenn man hier Boot fährt, das ist eine Lichtschranke. Davon haben wir diverse über die Strecke verteilt und die messen im Grunde die Abstände zwischen den Booten. Und wenn da mal was nicht passt, das sind alles quasi Kontrollmechanismen, die wir haben, kriegen wir vorne ein akustisches Signal und können darauf achten, okay, irgendwas stimmt da nicht, da sind die Abstände zu kurz. Damit sind wir dann am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen was Neues gelernt. Und dann ja, wünsche ich noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns sicher irgendwann hier mal wieder im Erlebnis zu Hannover. Bis dahin.